Moinsen! So, heute wollen wir mal den zusätzlichen Solar-Laderegler einbauen. So sieht das Ganze aus. Es kommt aus China, ist auch nicht teuer, 16 Euro. Ich habe gedacht, ich probiere ihn einfach mal aus. Kannst nicht viel verkehrt machen bei dem Preis. So, packen wir das Ding mal aus. So sieht es aus hier mit Display und USB. Hab die ganze Zeit überlegt, wie machst du das am besten? Weil der ist ja nicht Spritzwasser geschützt, sonst hätte ich den in den Motorraum gebaut. Weil ich will eine Solarzelle immer tragbar haben, so dass ich die in die Sonne stellen kann. So, dann habe ich mir gedacht, wir bauen die hier rein. Wenn wir den hier irgendwo mit hinbauen, so schön in die Ecke oben rein. Und wenn wir dann irgendwo stehen, dann kann ich hier die Klappe aufmachen, steck die Solarzelle hier rein und die Batterie wird geladen. So war das gedacht. Es sind ja noch welche auf dem Dach montiert. Aber hier wollte ich halt noch eine tragbare hinmachen. So, gehen wir mal in die Bastelstube. Ja, hier ist soweit schon alles am Start. Kabel, Laderegler. Das Kabel ist 2,5 Quadratmillimeter. So, den Lötkolben und diese Kabelschuhe hier. Das ist natürlich wieder das, was wir jetzt gerade brauchen, ist natürlich wieder leer. Ach ja, wie das immer so ist. Aber gut, wir finden eine Lösung. Die Zange hier im besten Fall. So, los geht's. Ja, die Kabellänge sollte man natürlich vorher auch mal ein bisschen ermitteln, ne? Nicht, dass das dann zu kurz ist oder viel zu lang. Aber so ist das gut, ne? So ein Stück ungefähr. Das Ganze zweimal. Das andere kann ein bisschen kürzer sein. So, jetzt habe ich auch die Zange zur Hand. Zack. Dann machen wir nicht ganz so lang. So, Kabel abisolieren, hier mit der Zange, steht auch drauf. Ne, 2,5 Quadratmillimeter hier rein. So, ein bisschen einen halben Zentimeter ungefähr. Zack. Und ab ist es. So, das mit beiden Enden. Beide Kabel. Haben wir das abisoliert. Jetzt bräuchte man natürlich, die hier würde ich am liebsten verwenden. So, aber was nicht passt, sind diese... Die Ösen hier vorne, die gibt es nämlich auch in verschiedenen Durchmessern. Die sind jetzt viel zu klein, da bräuchte man eine 8er. Das sind jetzt hier 6er, das geht nicht. Nehmen wir die Dinger hier. Das geht auch. So, die eine Seite von dem Kabel, die verlöten wir jetzt. Ich habe zwar nur so ein dickes Lötzinn hier, aber das wird schon irgendwie gehen. So, machen wir das mal ein bisschen heiß hier. Dauert jetzt sehr lange, weil das so dick ist. Also doch, nimmt es gar nicht richtig an. Nee, das wird nichts. Bräuchte mir jetzt Lötfett. Ah, das habe ich jetzt alles in der anderen Werkstatt. Bei einem Freund. Da haben wir nämlich auch gerade gebastelt. Probier es nochmal. Nee. Nee, das wird nichts. Shit. Ich habe jetzt hier nochmal ein anderes gefunden. Aber das geht auch nicht viel besser, wie man sieht. Das haftet nicht so wirklich. Scheiße hier. Mensch, ja. Aber gut, das geht jetzt. Das ist okay, aber es ist nicht schön. Das geht besser. Und auf die andere Seite machen wir jetzt die Dinger hier. So, andere Seite auch. Beziehungsweise anderes Kabel. Dass hier mal so ein Stück rausgucken und dann zuquetschen. Das hier hinten auch noch mal ein bisschen. So, jetzt könnte man das hier vorne auch verlöten, wäre natürlich optimal. So, das kann ich aber dann nachträglich noch machen. Das ist ja jetzt einfach nur zur Demonstration. So, Schraubenzieher brauchen wir. Ja, das sieht ganz gut aus. So, dann können wir es schon hier anschließen. Hier sieht man die Symbole drauf. Also das wäre jetzt in dem Fall die Solarzelle plus minus, die Batterie plus minus, die geladen werden soll. Und hier haben wir noch mal einen Verbraucher. Also hier könnte ich auch noch mal 12 Volt abnehmen. Mal die gelötete Seite. Das ist jetzt das so, das kürzere, das längere Kabel war plus. Das stecken wir hier rein. So, schrauben wir dazu. So, wunderbar. Andere Seite natürlich auch. Das war die Minusseite, die ist etwas kürzer. Ja, erstmal aufschrauben.
Wunderbar. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. So, nehmen wir den Akkuschrauber mit. Ein paar Schrauben brauchen wir noch. Hier habe ich so was Kleines. Die sind doch optimal. So, wunderbar. Jetzt hängt das Ding hier in der Ecke. Da, wo wir ihn hinhaben wollten. Die Kabel passen auch soweit. Hier die Minusseite, das kurze, kommen wir jetzt hier dran. Und mit dem Plus gehen wir hier dran, auf die Plusseite. So, Werkzeug haben wir hier schon liegen. Das müssen wir nur lösen hier. So, das kommt hier drauf. Gerade da dazu geklemmt. Fest. Das Ganze mit der Minusseite. Bisschen lösen. Draufstecken. Und wieder festziehen. Das funktioniert mit diesen Ringösen viel besser. So, fest. Ist gerade Verbraucher an. Ne? Ich habe da oben das Licht an. Und wir sind jetzt bei 12,7 Volt. Deswegen habe ich den nämlich auch eingebaut, dass der mir erstens mal, habe ich das hier so ein bisschen im Überblick, wie viel Spannung wir hier drauf haben. Zweitens mal kann ich hier eine anschließen und in die Sonne stellen. Ne? Wenn wir, weil man will ja nicht immer mit dem Wohnmobil in der Sonne parken, weil auf dem Dach sind ja auch noch welche. So, und dann habe ich das alles so ein bisschen im Überblick. Ja, jetzt kann man hier irgendwie noch was einstellen. Gibt es ein paar Setups, was der jetzt da genau, da müsste ich jetzt auch mal lesen. Gibt es irgendwie so 10 Menüpunkte nochmal? Weißt du, ob man da irgendwie was koppeln kann oder so? Ja, gibt es sogar noch mehr. Ja. Weil bei dem anderen Solarladeregler, Spannungswandler, wie auch immer, die vom Dach runterkommen, die Solarzellen, die sind ja hier unterm Sitz. So, den haben wir nämlich hier unterm Sitz sitzen. Da ist ja der ganze Lade. Die ganze Lade. Sache, da hinten sieht man den, der leuchtet da so schön. Ja, und wenn der natürlich, jetzt haben wir keinen Sonnenschein, aber man sieht, das ist der lädt, ja, dann geht er da auf den dritten Punkt. Ja. Wenn ich den Verbraucher jetzt ausmache, auch bei dem bisschen Sonnenschein wird die Batterie trotzdem voll werden. Ja, aber da hat man es einfach nicht genau im Überblick, deswegen den anderen nochmal und auch weil da USB dran ist. Da kann man auch mal ein Handy laden. Falls man dann hier sitzt, weil da ist ja eine Markise dran. Wir haben ja noch den Gasanschluss für den Grill. Das Ganze sieht so aus. Da ist so ein Gasanschluss dran für den Außengrill hier. So, und dann kann man hier auch mal, was weiß ich, eine Box laden oder ja, ein Handy oder was, ne? Um dann abends ein bisschen Musik zu hören oder je nachdem. Hier können wir noch einen Kabelbinder drum machen. Hier machen wir auch noch einen hin. Sieht das alles ein bisschen vernünftiger aus. So, eins noch. Und zwar die Platte soll ja hier eigentlich dran, also an den Regler. Und zwar die hat. Steht natürlich wieder hier unten. So. Also, rumgedreht, kann man das irgendwie lesen. Deswegen, ich kann die nicht aufs Dach montieren, die ist einfach viel zu groß, die hat viel zu viel Angriffsfläche. Ich denke mal, auch als tragbare Solarzelle wäre sie natürlich geil, aber irgendwie viel zu groß. Man muss die ja immer hin und her tragen. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich denke mal, dass wir die hier auf dem Parkplatz als Ladestation verwenden. So, so viel dazu.